dem Spiel wird das schwer hier für Stefan Feger. 2-1. 3-2. Ja, ich sag mal, eine Überraschung gut für eine Alternative, die nicht jeder findet. 4-3. Hat ja lange Jahre sich ausschließlich auf sein passives Spiel reduziert. 6-4. Ins Spiel gekommen und das zeigt eben, dass er ein fantastisches Ballgefühl hat und wirklich jeden Schlag beherrscht. 9-5. Ja. Dann doch. Sehr guter Ballwechsel, sehr guter Endschlagchen. Christian Karlsson und Wong Chi. 1-0. Nicht immer, aber hier wirkt er ganz, ganz, ganz stark. 3-1. Schlag, es ist so, dass Stefan Feger den Ball meist nur eben zurückspielt, nicht mit einer hohen Qualität, in die andere Richtung beginnt. Aber ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen. Ah, da war die Seite. Das hat er bislang fast gar nicht geschafft. Ja, weil Gossi es auch nicht zugelassen hat, muss man auch sagen. Ja, da hat er versucht. Die ist jetzt für Stefan Feger nicht leicht. 3-5. Gebaut auf das passive Spiel, die entscheidet immer wieder Simon Gossi. Und er hat einen diagonalen Aufschlag. Und war jetzt vielleicht auch überrascht, aber das war natürlich jetzt wieder absoluter Weltklasseball. Ganz stark gespielt. Wobei der Rückhandtopfen vielleicht auch etwas kurz war. Ja, ja, man sieht, dass der springt Tischmitte auf und war eigentlich hat gar nicht hoch. Zu einem klaren Sieg. Perfekt. Ja. Perfekt gespielt, stark gespielt. Also Simon Gossi hat mich hier beeindruckt. Sehr stark. Stefan.